Herzlich willkommen zur 19. AZK. Die AZK steht für unzensierte Gegenstimmen, Aktualität, Internationalität, Synergie und kompetente Fachstimmen. Die 19. AZK steht ganz im Zeichen eines synergischen Durchbruchs. Das Tagesmotto: von der Aufklärung zur synergischen Tat. Es sprechen für Sie AZK und KlarTV-Gründer Ivo Sasek. Staatsfeind Nummer 1, Krake im Staatsgewand. Professor Dr. Sucharit Bhakti, WHO, nach der globalen Impftragödie das globale Impfregime und Wirkung und Gefahren der mRNA-Impfung. Dr. Jur Heinz Raschein, Rechtsbankrott, was nun? Mit Beispielen aus der Praxis. Und Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Corona. Keine Versöhnung ohne Aufarbeitung. Lassen Sie sich diesen Tag nicht entgehen. Alle Inhalte finden Sie demnächst unter www.klartv/azk19. AZK. Wir schreiben Zeitgeschichte. Die AZK schlägt bereits seit 2008 Brücken zwischen unterschiedlichsten Menschen, die heute Seite an Seite für die Wahrheit kämpfen. Nichts scheint mir nämlich zurzeit wichtiger zu sein, als dass wir uns von all den neu aufgebrochenen Problemen in der Welt nicht von einer gründlichen Aufarbeitung des eben hinter uns liegenden Covid-Weltbetruges ablenken lassen. Fachkompetentes Wissen verbunden mit göttlich gewirkter Lebenskraft stellen die 19. AZK ins Zeichen eines synergischen Durchbruchs. Konnte die ungestrafte Impfmörderin Pfizer schon wieder einen neuen 100-Milliarden-Vertrag mit der EU abschließen? Und zwar gleich für über 5,4 Milliarden neue Impfdosen. Und in diesem Vertrag steht ausdrücklich, dass Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen unbekannt sind. Und wieder schaut die Justiz schweigend zu. Wer RNA-Impfstoffe als sicher und wirksam lobpreist, wer behauptet, die Impfung würde nur seltenst ernsthafte Nebenwirkungen erzeugen, ist entweder unglaublich ignorant oder indoktriniert. Nervenausfälle und Lähmungen, aber auch Demenz, Psychosen, Wesensveränderungen sind bei Geimpften auf der Tagesordnung. Zerhackte DNA-Bruchstücke sind massenhaft als Impfstoffverunreinigung gefunden worden. Je mehr Angst und Ungewissheit unseren Alltag beherrschen, umso mehr sind wir als Menschheit gefragt, in mündiger Selbstverantwortung aufzustehen. Als Anwalt von Maßnahmegeschädigten will ich vom Bundesgericht wissen, ob der Bundesrat seine Verordnungskompetenz eingehalten oder überschritten hat. Und das werden wir natürlich aufarbeiten müssen. Weil wenn wir das nicht aufarbeiten, dann erlauben wir quasi den Machthabern in jedem dieser Staaten, sich außerhalb der Regeln, die wir uns gemeinsam gesetzt haben, zu bewegen, ohne dass sie irgendwelche Konsequenzen hätten. Und das können wir nicht dulden und das dürfen wir nicht dulden. Und glaub mir, was ich dir jetzt sage, hat die Kraft, sämtliche Geldmacher dieser Erde schachmatt zu setzen. Nur gemeinsam sind wir stark. Das Licht besiegt die Finsternis. Ich sage bewusst nicht auf Wiedersehen, wenn ein Wissenschaftler alles gesagt und getan hat, soll er aufhören. Und nun, time to say goodbye. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Hallo Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, England, USA, Russland, Spanien, Niederlande, Italien. Hallo Ukraine, Kanada, Island, Bulgarien, Polen, Rumänien, Iran, Japan, Neuseeland, Bolivien, Ecuador, Mexiko, Venezuela, Paraguay, Peru, Chile, Albanien, Belgien, hallo Schweden, Norwegen, Finnland, Griechenland, Ungarn, Grönland, Lettland, Guyana, Kasachstan, Kirgisien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Moldawien, Namibia, Senegal, Belize, Südafrika, Tunesien, Ghana,
so weiter. Wir streamen heute nämlich live in die ganze Welt. Wink mal ganz fest in die Kamera mit beiden Händen. Als wir sehen, sind wir connected. Ja, ganz fest. Ja, ja, sehr schön. So toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Übersetzercheck. Denn wir streamen heute in viele Sprachen. Liebe Übersetzer, sagt bitte mal in eurer Sprache herzlich willkommen zur 19. AZK. Bem-vindo à nossa 19ª Konferência da AZK. Sirsnīgi sveicinām 19. AZK Konferenze. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket a 19. AZK-n. Добро пожаловать на 19. AZK. Hartelijk welkom bij de 19. AZK. Hartelijk welkom op de 19e AZK. Cordial bienvenue à la 19e AZK. Welcome to the 19th AZK Conference. Bienvenidos a la 19ª Conferencia Anticensura, AZK. Hjartanlega velkomin á 19. AZK. Bun venit la cea de-a 19-a Conferință AZK. Nach meinen Sprachkenntnissen war das korrekt, ihr könnt weitermachen. Das waren jetzt nur einige der Übersetzer. Für diese AZK sind über 50 Übersetzer ehrenamtlich im Einsatz. Danke euch vielmals und viel Erfolg! Jetzt machen wir einen kurzen Check, ob alle Techniker soweit sind. Es sind heute rund 370 Techniker im Einsatz, um dieses Event in alle Welt zu streamen, mit Live-Tonreaktionen. Das ist eine Weltneuheit. Ein Fernsehstadion mit Live-Reaktionen des Publikums in Ton und Bild von aller Welt. Das hat es noch nie gegeben. Also, wir checken jetzt diese Live-Reaktion gleich kurz. Sagt mal Hallo! Sehr gut. Geht's euch gut? Ja! Wunderbar. Also, liebe Techniker, bitte zeigt mir den Daumen in die Kamera, wenn ihr bereit seid. Wir sind ready. Super, sehr schön. Viel Gelingen wünschen wir euch, liebe Techniker. Alle Regler richtig eingestellt, die Knöpfchen gedrückt. Läuft die Aufnahme? Aufnahme läuft. Habt ihr alle Signale? Ton, okay? Perfekt. Das sieht also schon mal gut aus. Unser Raumschiff kann schon bald abheben. Doch nun frage ich noch kurz unsere IT-Abteilung. Läuft bei euch alles stabil? Können wir starten? Ja, soweit läuft alles. Über 158 Server und Workstations sorgen für eine reibungslose Übertragung in allen Sprachen in die ganze Welt. Und viele Entwickler und Server-Admins überwachen die Geräte heute den ganzen Tag. Jungs, seid ihr ready? Ja, wir sind ready. Ja, wir sind ready. Wir sind ready. Sehr gut, ihr seid einfach Genies. Jetzt möchte ich noch unsere Webcam-Stadion-Manager fragen. Ihr koordiniert eben alle Webcam-Zuschaltungen, dass alle in unserem internationalen Stadion am richtigen Platz sitzen und auch hier angezeigt werden. Zeigt mir mal den Daumen, wenn ihr startklar seid. Ja. Ja. Wunderbar, danke euch für euren mega Einsatz. Nun schalten wir noch zu den Webcam-Stadion-Soundtechnikern.
Sie sind verantwortlich für die externe Tonabmischung der einzelnen Stadionblöcke. Ist der Sound okay? Können wir durchstarten? Ja, ja. Ja, super. Super Sound. Also, unser Raumschiff ist startklar. Wir heben jetzt gemeinsam ab. Vor genau 15 Jahren fand die erste ACK statt. Dann die zweite, die dritte. Unzensierte Berichterstattung traf schon von Anfang an das Bedürfnis der Menschen. Die Antizensur-Koalition garantiert seit 2006 eine vom Mainstream unabhängige und freie Meinungsbildung. Ohne Zensur. Kompetenteste Redner schritten all die Jahre über die AZK-Bühne. Das Publikum wurde immer internationaler und auch immer größer. Auch die Zuschauerzahlen im Internet nahmen stetig zu. Zum Beispiel 2018 bei der 16. AZK hatten wir schon 564.000 Ansichten. Und schon wenige Jahre später bei der 18. AZK letztes Jahr 2.763.000 Ansichten nur im Netz. Aber wenn wir diese 2,7 Millionen ins Verhältnis setzen mit den 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, dann sind die 2,7 Millionen wie dieser einzelne Honigpop in diesem Gefäß. Bling. Weil auf der Welt leben 8 Milliarden Menschen. So, das ist ein Verhältnis von 1 zu 2.900. Also das sind 2.900 Schokopops. Das haben wir alles abgezählt und ausgerechnet. Sieht jetzt jemand noch den hellen Honigpop? Kinder, seht ihr ihn noch? Es ist alles ganz dunkel, gell, Kinder? Das ist jetzt wieder ein bisschen deprimierend. Aber ist denn die AZK überhaupt ein Honigpop? Nein, die AZK ist ein Licht, ein hellstrahlendes Licht. Und dieses Volumen hier, dieser kleinen Flamme, ist etwa gleich groß wie das Volumen dieses Honigpops. Aber die Flamme hier, die ist stärker als die ganze Finsternis der Welt. So. Das Verhältnis ist immer noch gleich. Die kleine Flamme 1 zu 2900. Also das Licht dieser Kerze oder unserer 19. ACK kann die ganze Dunkelheit der gesamten Welt überwinden. Weil es stärker ist als die Dunkelheit und die Dunkelheit besiegen wird. Und darum sage ich, Licht an! Für die 19. AZK, jetzt wird es Licht auf dieser Welt. Ja.